Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Letzte Folge haben wir die Schlapperschleim-Scheiße da aufgeräumt, die tolle Verstopfung. Und dann haben wir, genau, die Pumpen wieder gekühlt. Und jetzt sollen wir die Transformatoren... Ah, da ganz drüben. Die Transformatoren safen, reparieren. Wir könnten jetzt Schnellreise machen, aber ich glaube auf dem Weg dahin werden wir noch ein paar Sachen finden, wo wir noch nicht drin waren. Zum Beispiel das hier. Lucky guess. So, Lebensgeneration. Da haben wir gerade Lebensgeneration bei Elementaufnahme. Ja, das ist eigentlich nicht ganz so super. Energie plus 6%. Schleuderenergie kosten minus 9. Wiederherstellung. Energieschub, Lebensgeneration. Energie. Geschwindigkeit plus 21% ist eigentlich auch super. Weil wir ja ständig den. Okay. Sehr schön. Ah, schade. Oder? Also jetzt flackert es auf jeden Fall. Naja. Gut. Wir haben schon etwas bekommen. Das ist sehr schön. Okay. Das klingt gerade nicht gut. Umzingeln Sie! Alter, ich bin jetzt! Ich bin jetzt nicht. Den Fall jetzt voll geil mit zu erreichen. Da ist die Tropfe! Attacke von der Seite! Uiuiui. Ja, was war denn da denn jetzt? Da habe ich ein bisschen was bekommen, glaube ich. Für Dreh- und Angelpunkt. So. Und alles gut bei dir? Die ist fast tot. Kann ich mit dir reden? Nee.
Okay, aber wir haben sie quasi gerettet. Sehr schön. Haben wir irgendwas bekommen? Fähigkeiten sind 2. Wir brauchen aber 3. Astralwerkstatt, Waffen. Nee, da brauchen wir noch mehr. Wir brauchen noch mehr. So. Oh, da sollten wir nicht runterspringen. Ich hier vielleicht auch nicht, aber. Rohre C bis F. Blockiert. Schon wieder Verstopfung? Oh Gott, nee, das haben wir. Stinksauer sein. Hey, das haben wir gerade gemacht. Nee, genau, wir müssen Transformatoren. Ich glaube hier Ventilation, oder? Nee, falsch. Hier. Aber da geht's ja nicht weiter. Dann müssen wir nach da und vielleicht jetzt von hier aus irgendwo hin. Immer mal wieder Pumpgun. Hausmeister. Oh. Genau. Hier waren doch auch ein paar Türen, wo wir vorher nicht rein konnten. Warte mal. Ja, das ruckelt gerade ein bisschen. Oh, cool. Ja, geil. Genau, da waren wir drin, da war das Schaukelpferd. Da waren wir auch drin. Hallo. Genau, da geht's wieder zurück. Ja, dann waren wir überall. Dann versuche ich jetzt mal hier rechts. Hier war irgendwo eine Tür, ne? Da, eine Vierer, ja okay, da komme ich nicht rein. Da war ich. Da war ich. Okay. Entschuldigung. Da ist eine Tür, aber die ist bip bip. Ja. So. Wir haben ja jetzt, soweit ich weiß, einen. Da müssen wir auch noch irgendwie rein. Wie kommen wir da rein? Können wir da jetzt rein? No. Wir haben ja jetzt Zugangskräuter. Genau, hier. Haben wir nur 2 oder haben wir 3? Ich glaube, wir haben nur 2. So, Zusammenfassung der Verbreitung von Alternativen. Immer mehr nationale Nachrichtensender veröffentlichen. Hä? Das haben wir doch. Das haben wir schon gelesen. Warte mal. Oh Gott. Oh, G. Wow.
Hier gibt's ja viel, okay. Fallakten, Amtswaffe, Hotline, Karussellpferd. Oh Gott, wie viel es da gibt. Hotline. Ah, das haben wir, glaube ich, alle schon gehört, ne? Klingeling, Dr. Nee. Darling am Apparat. 1978 hörte eine Praktikantin in der Kommunikation die Hotline läuten und antwortete. Sie verletzte dadurch alle gültigen Sicherheitsvorschriften. Sie hat sich nie erholt. Und die zahlreichen Zeugen brauchten intensive seelische Verdrängungstherapie. Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach? Unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Unser ganz eigenes Ouija-Brett. Nur der Direktor darf den Hörer abnehmen und was er hört, das bleibt geheim. Ja, okay. America over, Overnight? Sie hören America Overnight. Wir ah, genau. Das war das mit den... Oh, cool. Das war das mit dem Geist. Ritualimpuls. Haben wir noch eins. Gut, ja. Dann hat sich die kleine Ding ja schon ein bisschen gelohnt. Aber ich glaube, wir haben noch mehr Typen, die wir öffnen können. Bip, bip. Ja, nee. Also ganz zurück gehen wir jetzt nicht. Weil das, ja, das braucht man ja nicht. So, wir müssen irgendwie da rein, aber ich weiß nicht wie. Hätte mich auch gewundert. Gut, direktoriale Überbrückung. Reparier die NSC-Transformatoren. Wartung. Oh nee, oder? Ach komm. Fertig? Gut. Genau, das ist der Vierer, die Vierertür, aber unten war keine weitere Tür. So. Hausmeisterbüro. Powerplant. Weil hier kann man sich echt ein bisschen verlaufen, glaube ich. So, jetzt gerade geht's. Also wir. Aber, also, jetzt gerade geht's, aber ich glaube, später können wir uns hier krass verlaufen. Vor allem, weil alles so ein bisschen gleich aussieht. Genau, jetzt sind wir hier. Genau. Und da kommen wir nur, oh, warte, Shelter. Und da waren wir, glaube ich, noch nicht drin, ne? Ja, cool.
Schleudereffizienz. Aha. Das ist doch mal... Schleudereffizienz, Energiekosten minus 11. Minus 9. Minus 11 ist halt auch... Energiegeneration ist aber, glaube ich. Gerade besser. Wieso ist der gerade weggefahren? Unerhört. So. Gut. Gleich rede ich mal mit ihm, also mit dem Typen. Vielleicht hat er noch was für uns. Wartung. Eigentlich muss... wow. So gehe ich nicht den offen... den offensichtlichen Weg. Das ist schon cool. Hey, wer schießt da? Hinter mir? So, ich glaube, das war's jetzt. Oh, nee. Das war falsch. Geht's noch? Tschüss. So. Dann gehen wir mal... Noch ein zweiter, aber das ist rot. Energiekonverter. Und hier ist Elevator. Alles noch zu. Na dann, gehen wir mal. Ja, ich glaube, hier kommen wir da auch hin. Control Room ist da drüben. Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Mir gefällt auch nicht, was ich da sehe. Na gut. Boah! Fuck, fuck, fuck. Zum Glück. Zum Glück ist hier alles so. Schön volle Heilung. Wow. Da muss man echt aufpassen, was man nimmt. Ja, wir werfen nicht.
Alter, die schocken einen ja ziemlich. Gut, dann befreien wir ihn mal. Ich glaube, das können wir später dann auch irgendwann mal. Wieder. Reinigen. Würde ich mal meinen. Durchgeschmort. Repariere es, bevor sich der Knacker in der Quelle in die Hose scheißt. Vorsicht, der Knacker. In. Wow. Ich lese mal was. Ach so, nee. Nee, das wollte ich gar nicht. Das da. Was machen wir hier? Wo ist der hin? Ach, da oben. Nee. Ja, da oben ist einer. Aber ich weiß nicht, ob das der einzige ist. Ticken ist schon cool. War's das? Ich glaube schon. Ich geh mal in den Bunker. Yes. Das wollte ich sehen. Was war das? Genauigkeitsbla? Genauigkeit. Plus 5, was habe ich momentan? Schaden nach Tötung ist auch ziemlich nice. Ja, wo bist du? Ja, kommt was. Hä? Da komme ich halt zu dir. Ah, da ist er. Das machst du doch nicht so kompliziert. Du willst mich umbringen, nicht richtig.
komm. So, da. Ist doch was. So, auf der anderen Seite. Nicht. Okay. Da muss ich aber... da oben muss ich dann wahrscheinlich was... Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Ah, hier. Das war aber nicht alles. Aber das war für hier. Oh, Explosionsgefahr gebannt. Yes. Heben wir die Quarantäne auf. Wo bin ich jetzt? Ja. Hä? Das, gerade habe ich doch... Hä? Ich habe doch gerade was anderes geholt, oder was? Das da, oder? Vor ein paar Wochen ist ein Objekt in der aus der bla bla bla. Vor ein paar Wochen ist ein Objekt in Macht aus den Panoptikon entkommen und alle sollen Ausschau danach halten. Nee, das war das Karussell. Wieso es switcht das immer dann um? Das ist voll komisch. Das ist hier der Kontrollraum. Eben mit Direktor. Oh, das sind viele. Jemand einen Stuhl? Mülleimer. Dieser Nahkampf ist auch cool, finde ich. Ah. Und ich glaube, mit diesem Kontrollpunkt werden wir die Folge auch beenden. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Sie zu beschützen. Hier isolierten Kräfte. Entkommen. Angst. Deshalb sind wir hier. Gut, aber jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bye.